Kleines Abenteuer, Zeittag, okay. Erstmal ist hier eine gute Kettenrüstung. Was ist das für eine? Eine Sumpfspore, eine Feuchtspore. Let's go! So, erstmal weg mit der Feuchtspore, denn die macht nur Ärger. Und du hast verdammt viel, Seelenenergie, also hat das nicht viel gebracht. Aber so, das stimmt ja, du brennst ja über Zeit. Nicht die Tomak. Hau die Sumpfspore. Die scheint auch übernehmen zu können. So, Falle entschärfen bitte. Oh, Falle ausgelöst. Das hat Fenris umgehauen. Nicht auf Hagrim. So, sind alle normal. Sehr schön. Fenris ist auch wieder normal. Irgendwer böse angeschlagen? Bis jetzt nicht. Gut. Gut. Noch mehr Sporen. Au. Das hat jetzt Aua gemacht. Das hat jetzt gut Aua gemacht. Egal. Gutes Stilett. Trank der flinken Füße. Die Fallen können mal weg. Noch ein flinker Füßetrank. So, war's das jetzt? Ja. Ach nee, die eine Spore hat noch Sporen wahrscheinlich. Ja. Und da ist der Weg nach unten. Gut. Ja, wir haben das erste Gebiet des Dungeons schon mal geschafft. Das hier sieht übrigens irgendwie komisch aus. Wahrscheinlich ist das hier nachher eine Abkürzung zurück. Hoffe ich jedenfalls mal. Sie haben auf jeden Fall ziemlich viele englische fehlende Texte jetzt eingedeutscht, aber noch nicht alles Deutsche berichtigt, habe ich gesehen. Also zum Beispiel die Sortierfilter im Inventar sind jetzt richtig. Okay. Eine große Halle ist niemals gut. Animaten, da waren schon wieder Geister. Okay, zwei Animaten. Dürften kein so großes Problem sein. So, waren sie auch nicht wirklich. Hier kommen wir auch wieder nur mit einem Dietrich durch. Auf einem Pfeil dieser Nische wurde eine Reihe einfacher, aber klar verständlicher Piktogramme eingeritzt. In den Oberteil des Pfeils wurden männliche und weibliche Gestalten mit erhobenen Armen eingeritzt. In den Unterteil wurden Rüstungen in derselben Pose gemeißelt. Okay, hier müsste ich knacken. Ist die Tür halb offen? Nein, sah nur so aus. Found something.
Das ist jetzt doppelt schlecht. Okay. So, bitte Falle entschärfen. Finished. Das war nur Schwierigkeit 5. Trotzdem. Ah, falsche Taste. They shall see nothing, while I see much. Okay. Die Leute sehen noch alle ziemlich gut aus. Wow, Edda hat, hat schon 1000 Lebenspunkte. So, noch eine Falle entschärft. Ein Phantom, mal wieder. Let's go. Das war nicht wirklich schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Oh, ein Ritualraum. Mit Phantomen drin. Oh, nicht wenig Phantome. Okay. Gut, der zweite Stock scheint etwas kleiner zu sein als der erste. Noch mehr Animatenrüstungen. Die Piktogramme in dieser Nische prioritieren eine Prozession. Ah, kann ich das nicht hier lesen? Ne, ich lese das lieber so. Eine Prozession, die zu einem Altar zieht. Eine einzelne Gestalt liegt auf dem Altar, wo ihr ein anderes Mitglied der Prozession einen Dolch ins Herz treibt. Aus dem sterbenden Mann fließt etwas in einem weißen Stein, der über den Altar gestellt wurde. Die Zeit war für die Gottlosen wie ein Schleier. Keine Segnungen zu ernten, keine Gnade zu sehen. Okay, ein Animat. Will-O-Wisp. Mehrere Will-O-Wisps und noch mehr Animaten. Die Will-O-Wisps, die könnten ein Problem werden. Okay. Alle Will-O-Wisps weg und dann die Animaten weg. Das ging wieder recht gut von der Hand. Was ist hier drin? Insektenschwarm-Schriftrolle. Das ist wohl ein Druidenzauber. Ha. Führt das in dieselbe Kammer? Das könnte gut möglich sein. Aber hier brauchen wir wenigstens keinen Schlüssel für. Doch zentrale Kammern haben immer so... ein Problem an sich. Geister. Angriffsbindung, ah. Ach ja, stimmt, Geister waren die, die explodieren. Und noch ein Phantom und weg. Wer ist betäubt? Ein Quellbecken. Egwitanischer Schlüssel. Sehr schön, mit dem kommen wir überall rein. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adra. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adra gehauen, gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Was haben wir hier? Sie verlassen ihre Körper, um ihre Körper anzubieten und sich der Schwäche des Fleisches und Entkräftung der Knochen zu entsagen. Endlich haben sich die barbarischen Gottlosen gebeugt. Ja, okay, kümmern wir uns erst einmal um den Besucher hier. Eskorte. Du bist beschäftigt. Alof, geh du mal los. Gut.
Mit dem Schlüssel dürften wir ja jetzt auch in andere Räume reinkommen. Hallo, Will-O-Wisps. Was ist das? Die Bilder in dieser Nische zeigen eine Reihe bleicher Steine, die eine Rüstung umzingeln. Aus den Steinen fließt irgendetwas in die Rüstung und erfüllt sie mit goldenem Schein. Warum habe ich das Gefühl, dass ich dem Animatengott hier begegne? Was ist das hier? Ich will das ansehen. Vier eierförmige Steine liegen auf kurzen, schmalen Sockeln und sind alle... Ah, das ist schlecht anzuklicken, das Ding. Und sind alle auf einen Altar in der Raummitte ausgerichtet. Okay, hier würden wohl Animaten erschaffen. Gut, das heißt, diese Hälfte ist abgegrast. Ich bin immer noch der Meinung, dass das hier der Zentralraum ist. Zentrale Räume werden gemieden. Wie die Pest bis zum Schluss. Wir haben ja noch die andere Seite, die wir erkunden können. Aber jetzt müssten wir eigentlich hier reinkommen, ja, mit dem Schlüssel. So, da ist noch ein Weg. Oh. Was ist das für ein Raum? Es sind auf jeden Fall Phantome hier. Noch ein Phantom. Gut, das waren mal harte Gegner, aber die Zeit ist wohl auch vorbei. Aus einer zentralen Säule wächst Adra und scheint sich die Treppen hinab zu ergießen. Innerhalb der sich kreuzenden Adra sind leuchtende eierförmige Steine eingemeißelt. Das ist Adra? Gut, das ist Adra. Right. Und wieder ein Animat. Oh, es kommt nur einer. Sehr schön. My thoughts will be as silent as my feet. Oh, es sind mehrere hier. Oh, es sind viele hier. Du mach mal Puppenspieler auf den da. Sehr schön, ein Animat übernommen. So, und der letzte Animat. Das ist gar nicht mal so schlecht, einen Gegner weniger zu haben. So, und eine Urne mit noch mehr Adra. Okay. Da scheint es wieder in den zentralen Raum zu gehen. Ja, der ist entweder riesengroß oder sind mehrere Kammern. Das ist ein Adra-Animat. Okay. Ach du Heilige. Tu mir den Gefallen und übernimm den Adra-Animaten. Jawohl. Der Adra-Animat gehört uns. Gehörte uns. Oh, das Problem ist, der Adra-Animat kann, glaube ich, heilen. Du mach mal den heiligen Glanz. Let's go.
So, und jetzt noch den letzten Adra. Den Adra-Animaten weg. So. Puh, das war immer ein Kampf. Was ist das? Wahrnehmung. Oh, das kommt mal zu dir. Und der Rest, den können wir wegstecken. So habe ich das nicht gemeint.